Folgende Screenshots wurden auf der Internetseite bei dem Bundesamt für Strahlenschutz am 04.04.2011 angefertigt. Gab es bereits Anfang des Jahres 2011 einen nuklearen Zwischenfall in Deutschland, welcher der Öffentlichkeit verheimlicht wird? Wenn man den Messwerten der Tagesmittelwerte auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz Glauben schenken darf, welche über mehrere Monate einsehbar sind, gab es eine teilweise dramatische Erhöhung der Strahlenbelastung. Diese Erhöhung fand etwa um den 6. Januar 2011 seinen Anfang. Erhebliche Erhöhungen in kürzester Zeit fanden vor allem im Süden Deutschlands statt. Allerdings gibt es fast bundesweit zu dem Zeitpunkt des 6. Januar einen markanten Ausschlag der Messwerte zu verzeichnen, der an einen Messfehler zweifeln lässt. Was auch immer die Ursache für diesen teilweise starken Anstieg der Strahlenwerte war, ist bislang unbekannt. Es sollte aber dringend weitere Recherche diesbezüglich geben.